Guten Morgen und guten Start in die neue Woche hier aus Sardinien. Ich muss sagen, dass wir diese Woche relativ flockfaul waren, weil wir die Zeit so mit der Family genießen, mit meinen Eltern und meinem Bruder, mit der Family und dem Kleinen. Und ja, deshalb diese. Ja, Kai. Hallo. Ist auch dabei. Hallo in die neue Woche. Deswegen starten wir jetzt erst in die neue Woche. Ja. Genau. Und wie üblich, immer mit dem Kaffee am Morgen, ja, das Wort gemacht. Kaffee steht bereit. Und dann wird so erstmal in den Tag gestartet. Und wenn ihr euch fragt, was heißt, wir starten jetzt spät in die Woche, was haben wir für einen Tag? Es ist Freitag. Genau. Also, der Großteil der Woche ist schon wieder hinter uns. War auch mega schön, muss ich sagen. Wir hatten echt ein paar schöne Stellplätze, so an der Westküste, so campingmäßig. Ja, oder Stellplatz. Ein Stellplatz, so. Parkplatz, aber man hat da alle Services da, hat dann 10 Euro für 24 Stunden bezahlt und stand mega schön am Strand und ja, einfach haben ein kleines Camp da gemacht. War einfach richtig schön. Und wir haben sowieso alles richtig gemacht mit dem Wetter, weil es hier auf Sardinien die letzten Tage ein bisschen stürmisch und regnerisch ist. Und wir waren eigentlich immer da, wo es immer noch am besten war, das Wetter. Also immer wenn das Wetter da schlechter wurde, sind wir eh weitergefahren. Du bist ja eh die Sonne. Oh. Die Sonne ist immer da. Sonne ist immer da. Okay, das war... Genau. Aber wir haben es immer noch ganz gut gehabt. Heute Nacht hat es richtig gestürmt. Es ist kurz richtig abgegangen. Ich dachte, wir haben hier Disco im Bus. Weil die Blitze, es war nicht so ein Blitz und dann war wieder Ruhe, sondern es war die ganze Zeit tschu, 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 tschu. Ja, und super starke Windböe dabei. Also der Bus hat so gewackelt. Und aber dann es war vielleicht 10 Minuten, für eine Stunde, dann war es auch schon vorbei eigentlich. Dann war es halt nur noch regnen und so. Blitzen. Ab und zu mal ein Blitz. Ja. Kurz ging es aber richtig rund. Genau. Und falls ihr es gesehen habt, Zahn ist immer noch ab. Ja. Da kümmern wir uns drum, wenn die Family weg ist. Wir haben schon einen Zahnarzt gefunden, mit guter Bewertung, mit der Versicherung schon abgeklärt. Ja, schau. Das heißt, dann wird der Zahn, wenn die Family weg ist, wieder gerichtet. Also, schönen Start in die Woche. Ich will den Kaffee. Mm. Aber nicht fehlen darf, ein Keks im Kaffee. Und wir haben wieder unsere Lieblingskekse hier gekauft. Ja. Oder was heißt Lieblingskekse? Ich fand es schon echt lecker immer. Ja, sind. Und die kommen so zumindest in einen Riesenpack. Das ist zumindest nochmal eine Größe für mich. Wenn ihr wundert, was das ist, was? Herrliche Kaffeeflecke in unser Bett. Jetzt ist echt mal Zeit, Wäsche zu waschen. Ja, es wird echt höchste Zeit. Das Bett sieht aus, ey. Naja. So ist es. Searching for something that ain't lost. Have a garden. Kaffee beendet? Ja. Und? Wellen sehen besser aus? Ja, wird etwas besser. Ich glaube, es musste gehen. Versuch's mal zumindest. Ja, versuch's mal. Ist auf jeden Fall herrlich. Die Sonne scheint wieder. Ja. Ich schaue dir zu, weil es sieht für mich noch zu klein aus zum Normalwellenreiten. Mhm. Und danach gibt's Frühstück.
Sah gut aus. Ja, hat echt Spaß gemacht. Es war schwierig, es war so ein Beachbreak, so eine Welle, die aufs Wasser klatscht. Ja. Nur wenn ich groß genug war, kommt dann ein bisschen Weißwasser, draußen, damit ich dann so starten kann. Ja. Aber die schönste Welle habe ich nicht drauf. So, da dachte ich, ich filme noch ein bisschen die Camper und die Natur. Und dann aber von oben sieht man dich noch ganz klein wieder rauspumpen und auch in der Welle. Ja, aber so ist doch immer. Ja, auf jeden Fall habe ich ganz viel Spaß gehabt und die Kulisse ist einfach ein Traum. Richtig, also ich hatte den ganzen Bus für mich alleine. Ja. Ja, und jetzt gibt's Frühstück. Frühstück, aber vielleicht mal Busch putzen. Hast du gesehen, wie der Bus aussieht? Ja, durch das Gewitter. Yes. Zeig mal. Ja, hier. Alle. Der ist komplett voll mit den Blätter hier vom Baum, da hat es voll dagegen gewindet. Ja, war so schön sauber. Ja. Und jetzt ist der Dreck. Naja. Naja. Es geht. Nicht schlimm. Nee, halb so schlimm. Also, gutes Frühstück. Frühstück. Yay. So, noch die Becher und Milch. Und dann hat Kates Vater da steht bereit, einen großen Campingtisch dabei. Da frühstücken wir dann. Oder das heißt, da dran frühstücken. Aber die tragen wir erstmal vorne am Wasser. We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. I try to fix things that weren't broken. So, Roland sitzt schon bereit. Also wenn das kein geiler Frühstückstisch ist, weiß ich auch nicht mehr. Mit Blick auf die Welle. Okay, sehr gut. Do you feel the same way? So, da sitzt Kate und sie wartet auf Wind. Der Wind kommt langsam rein, man sieht es. Es sind noch ein bisschen Wellen. Vorhin war es spiegelglatt, aber jetzt kommen so ein bisschen die ersten Böchen rein. Ja. Sollte dann nachher noch winden genug zum Wingen. Ja. Und so lang gibt's Lesen, Frühstück verdauen, ja. Entspannen. Einfach ein Träumchen. Ja. Herrlich. But you tear me to pieces, so where does it come from? A scene that keeps playing on repeat, ignores the rule of thumb. Oh, where does it come from? Oh, where does it come from? All your emotions with your heart on your sleeve, it won't fade until you paint it black. I let it burn, you call the fire brigade.
okay, but I feel that it will come back. Oh, where does it come from? 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 Zurück nach einer Wing-Session. Du warst mit Alex noch auf dem Wasser. Ja. Sah mega aus. Ich war eigentlich den ganzen Tag auf dem Wasser. Das stimmt. Vor dem Frühstück sehr voll. Ja. Dann frühstücken, dann warst du schon wingen und dann nochmal mit Alex wingen. Ja, also ich spür's euch, ich bin echt gut. Da gehen Spaghetti Pesto gut rein jetzt, ne? Ja. Ja. Das freue ich mich auch. Im Gegensatz zu Kai habe ich heute einen kompletten Strandtag gemacht. Aber war auch richtig schön. Ja, und du hast... ich habe Drohne geflogen. Du hast Drohne geflogen, ne? Hat danke dir. Hat auch wieder dir. Richtig Spaß ja. gemacht, mit der Drohne zu fliegen. Und ich habe es einfach genossen, wenn die Family da ist, mit denen eine Zeit am Strand zu haben. So oft sehen wir uns dann auch nicht. Deshalb, genau, war das schön. Ich habe eigentlich gehofft, der Wind geht nochmal raus, dass ich heute Abend Wellen reiten kann. Das ist jetzt nicht der Fall. Nee. Genau. Morgen neuer Tag und dann geht's wieder aufs Wasser. Ja. Nudelwasser steht auf. Kai ist am Arbeiten und ich schnibbel währenddessen den Salat und tada, darf ich vorstellen, unsere neue Tischkonstruktion. Denn unser Tisch hier mit Wasserrohr und Tischplatte zum Draufdrehen ist kaputt gegangen oder das Gewinde hat es einfach durchgedreht, das hebt nicht mehr. Da müssen wir uns erst noch was anderes überlegen. Aber wir haben rausgefunden, diese Platte, die normalerweise hier auf unserem Kochfeld ist, die passt perfekt auf diese Schublade und ist eigentlich auch nicht schlecht. Sieht süß aus, braucht wenig Platz. Ja, es funktioniert, ne? Es funktioniert, genau. Jetzt schnibbel ich mal und dann gibt's bald Essen. Oh, ich freue mich schon. Danke fürs Kochen. Danke fürs Arbeiten. If we don't feel the same way, then don't pretend. Everything's okay. Und während ich hier am Kochen bin, sieht es draußen einfach richtig schön aus. Diese Abendsonne. Ich zeig's euch mal. Der Himmel ist einfach komplett orange. You have in front of you. Or maybe I'm not enough for you. So maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken. Weil man kocht fast.
Dann gibt es hier eine Auswahl an Spaghetti. Wie viel machen wir? 500. 500 soll ich da eine ganze Packung neue aufmachen, weil wir haben hier noch ein bisschen was von denen. Nee, ist zu wenig, glaube ich. 500? Also eine komplette Packung, ja. Okay. Du hast Hunger, merke ich. Ja. Essen ist fertig, Kerze steht bereit. Jetzt gibt es ein richtiges Candlelight-Dinner, Schatz. Schön, schön, schön. Also, guten Appetit. Danke. I don't wanna waste my time. No. Und es ist wieder morgen. Guten Morgen. Mhm. Es ist Sonntagmorgen und gehe jetzt ins Bett und ist noch am Vlog schneiden. Probiere noch den Vlog irgendwie fertig zu bekommen. Ja. Wir sind immer ein bisschen im Nachhinein. Ja, aber es wird bald wieder besser. Ja, ist halt so, ne? Wenn wir mit Familie unterwegs sind und zusammen, ja, dann will man halt auch die Zeit zusammen genießen. Und dann will man nicht so am Laptop sitzen. Hinterm Laptop verbringen. Ja. Genau. Von dem her, sorry, dass es wieder zu spät kommt. Nächstes Mal wieder besser. Auf jeden Fall hoffen wir, dass ihr den Vlog wieder genossen habt. Genau. Und dann hätte ich gesagt, lasst gerne einen Kommentar da und Daumen nach oben und dann sehen wir uns einfach nächste Woche wieder. Genau, so machen wir es. Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Bis dann. Tada. Tada. Tada.